Der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras von Samos gehört zu den rätselhaftesten Persönlichkeiten der Antike. Seine Rolle ist in der Forschung umstritten. Die einen halten ihn für einen religiösen Führer mit geringem wissenschaftlichen Interesse, die anderen für einen bedeutenden Philosophen, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Wer Pythagoras war, warum er und seine Schüler vegetarisch lebten und was sein berühmter Satz »Alles ist Zahl« bedeutet, erfährst du in diesem Video. Zu Pythagoras Leben und Werk gibt es wenige verlässliche Quellen und viele Legenden. Fast alles in seiner Biografie ist heftig umstritten. Pythagoras wird um 570 vor Christus auf der Insel Samos geboren. Zu seinen Lehrern gehören Pherekydes von Syros und Anaximander von Milet. Als Jugendlicher unternimmt Pythagoras Studienreisen nach Ägypten und Babylonien, um sich mit den dortigen religiösen Anschauungen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen vertraut zu machen. Mit etwas über 40 Jahren verlässt er aufgrund der Tyrannei des Polykrates die Insel Samos und wandert nach Kroton in Süditalien aus. Dort gründet er eine einflussreiche religiös-philosophische Bewegung, die Pythagoreische Schule. Er nennt sich selbst nicht Sophos, Weiser, sondern Philosophos, Liebender der Weisheit. Damit prägt er den Begriff des Philosophen. Die Pythagoreer bilden eine enge, verschwiegene Gemeinschaft mit einer disziplinierten, enthaltsamen, an strengen Regeln orientierten Lebensweise. Pythagoras steht an der Spitze und wird wie ein Gott verehrt. Man schreibt ihm Wundertaten und magische Kräfte zu. Mit der Formel Autos Epha, er selbst hat es gesagt, berufen sich seine Schüler auf die Worte ihres Meisters. Pythagoras ist ein guter Redner und erlangt großen politischen Einfluss. Nach einem Krieg und daran anschließenden inneren Spannungen übersiedelt er von Kroton nach Metapontion, wo er den Rest seines Lebens verbringt. Pythagoras ist verheiratet und hat mehrere Kinder. Da von Pythagoras selbst keine Schriften überliefert sind, ist auch der Inhalt seiner Lehre umstritten. Pythagoras soll die mathematische Analyse der Musik begründet haben und brachte astronomische Kenntnisse aus Babylonien nach Griechenland. In der Antike galt er als der Begründer der Mathematik. Der Satz a² plus b² gleich c² ist nach ihm benannt. Wie wir heute wissen, waren sowohl die Mathematik als auch der Satz des Pythagoras schon vor seinem Wirken in Ägypten, Indien und Babylonien bekannt. Es ist nicht sicher, ob Pythagoras den nach ihm benannten Satz bewiesen hat. Die enge Verbindung zwischen Mathematik und Philosophie, die wir später auch bei Platon finden, geht jedoch eindeutig auf Pythagoras zurück. Die Anhänger von Pythagoras religiös-philosophischer Schule heißen Pythagoreer. Die Schule wurde um 520 vor Christus in Süditalien gegründet und existierte noch einige Jahrzehnte nach Pythagoras Tod. Einige Forscher gehen davon aus, dass es sich bei der Schule um einen engen religiösen Bund mit verbindlichen Regeln und vielen Tabus handelte. Unter anderem war es verboten, Bohnen zu essen, Brot zu brechen, auf Landstraßen zu gehen und einen weißen Hahn zu berühren. Die Schüler wurden in zwei Kategorien eingeteilt. Die Mathematiker hatten das Recht, überprüfbares Wissen, Mathemata, zu erwerben und eigene Forschung zu betreiben. Die Akusmatiker erhielten nur eine Einführung in die pythagoreische Lehre. Alle Schüler waren zu strenger Verschwiegenheit verpflichtet und legten größten Wert auf Freundschaft und unbedingte Loyalität. Es herrschte Gütergemeinschaft und Pythagoras wurde als Lehrer wie ein Gott verehrt. Andere Forscher behaupten, die Schule sei, ähnlich wie später die Schulen von Platon und Aristoteles, ein lockerer Zusammenschluss von autonom forschenden Individuen gewesen. Sicher ist, dass es in einigen griechischen Städten Süditaliens Gemeinschaften von Pythagoreern gab. Entgegen der damaligen Sitten wurden auch Frauen, Sklaven und Fremde aufgenommen. Die Pythagoreer begriffen sich als soziale und politische Reformbewegung und griffen massiv in die Politik ein. Mit ihrer konservativ-aristokratischen Haltung gerieten sie immer wieder in Konflikt mit den demokratischen Bewegungen der damaligen Zeit. Hierbei kam es zu schweren, gewaltsamen Auseinandersetzungen, die letztendlich mit der Niederlage und anschließenden Tötung oder Vertreibung der Pythagoreer endeten. Die Pythagoreer glaubten an die Unsterblichkeit der Seele und an Seelenwanderung.
Ihrer Auffassung nach wird die Seele, je nach Lebensführung, in einer höheren oder niederen Daseinsform wiedergeboren. Oberstes Ziel ist es, die Seele aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt zu befreien und sie vollständig vom Körperlichen zu lösen, damit sie eins werden kann mit dem göttlichen Kosmos. Mit ihrem Konzept der Seelenwanderung knüpften die Pythagoreer an die Lehre der Orphiker, einer antiken religiösen Strömung, an. In der orphischen Seelenwanderungslehre wird der Körper als Fessel, Gefängnis oder Grab der Seele betrachtet. Askese, insbesondere der Verzicht auf Fleisch- und Tieropfer, hilft dabei, sich rituell zu reinigen und aus den Fesseln der Körperlichkeit zu befreien. Das Leben im Jenseits gilt als das wahre göttliche Leben, das Leben im Diesseits als Gefangenschaft der Seele in der Körperlichkeit. Während die Orphiker glaubten, ihre Seele durch Askese von der Sinnlichkeit befreien zu können, meinten die Pythagoreer, dies gelänge zusätzlich durch Wissenschaft. Durch intellektuelle Betätigung, vor allem durch reine Mathematik, kann sich der Mensch von seiner Körperlichkeit lösen und reinigen. Wissenschaftliches Forschen und Denken diente für die Pythagoreer also dem Seelenheil, der Befreiung der Seele aus dem ewigen Kreis der Wiedergeburt. Die Lehre von der Seelenwanderung hat in der pythagoreischen Schule auch eine ethische Dimension. Da der Körper und damit die äußere Erscheinung keine Rolle spielt und die Seele in jedem beliebigen Körper wiedergeboren werden kann, hielten die Pythagoreer sowohl Männer und Frauen als auch Griechen und Barbaren für gleichwertig. Außerdem ernährten sie sich vegetarisch und lehnten Tieropfer ab, da sie in Tieren die Seelen ehemaliger Menschen vermuteten. Obwohl die Pythagoreer ein religiös geprägter Bund waren, erklärten sie sich die Welt ohne Rückgriff auf die traditionelle griechische Mythologie, sondern auf wissenschaftlich-mathematische Weise. Wissenschaftliche Erkenntnisse und mathematische Wahrheiten hielten sie für göttliche Offenbarungen. Sie glaubten, ihre Seele durch Wissenschaft von der Körperlichkeit lösen und aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt befreien zu können. Die wissenschaftlichen Tätigkeiten der Pythagoreer umfassten die vier Fächer Arithmetik, Geometrie, Harmonielehre und Astronomie. Dieser Vierfächerkanon hatte in der Antike und darüber hinaus bedeutenden Einfluss. Platon orientierte sich in seinem Bildungsideal daran und noch die mittelalterlichen sieben freien Künste der europäischen Universitäten umfassten diese vier Disziplinen. Für Pythagoras beruht sämtliche Wissenschaft sowie der gesamte Kosmos auf dem Motto »Alles ist Zahl«. Durch Zahlen lassen sich die Ordnung und Harmonie der Welt erfassen, denn alles im Universum folgt mathematischen Regeln und Verhältnissen. Der starke Einfluss der Mathematik auf die Philosophie geht zumindest teilweise auf Pythagoras zurück. Die Pythagoreer erkundeten das Verhältnis von Geometrie und Zahlen und entdeckten dabei, was wir heute als Quadrat- und Kubikzahlen bezeichnen. Auch musikalische Harmonien wurden als das Ergebnis einfacher Zahlenverhältnisse aufgefasst. Der Oktave entspricht das Verhältnis 2:1, der Quinte 3:2 und der Quarte 4:3. Die irdische Musik galt als Abbild und Spiegel der himmlischen Musik. Als rituelle Übung, um ihre Harmonielehre zu untermauern, spielten die Pythagoreer ein einseitiges Musikinstrument, den Monokord. Die in der Harmonielehre entdeckte Möglichkeit zur Beschreibung von Ordnung mit Hilfe von Zahlen veranlasste die Pythagoreer, eine solche Ordnung und Harmonie auch in anderen Dingen, beispielsweise den Himmelserscheinungen, zu suchen. Es ist sehr schwierig, die Astronomie der Pythagoreer zu rekonstruieren, da hierzu wenige Schriften überliefert sind und die Pythagoreer ihre Lehren geheim hielten. Was wir wissen, ist, dass sich die Pythagoreer auch die Entstehung, die Entwicklung und den Aufbau des Kosmos mit Hilfe von Zahlen erklärten. Ihrer Meinung nach erzeugt die Zahl 1 die Dinge der Welt aus dem Apeiron, dem Unbegrenzten, heraus und verleiht ihnen Ordnung. Das Apeiron hatte Anaximander als Archä, als Ursprung aller Dinge, genannt. Als Ursprung aller Zahlen bringt die Zahl 1 zugleich alle Dinge in der Welt hervor. Die Tetraktys, die Gesamtheit der Zahlen 1, 2, 3 und 4, deren Summe 10 ergibt, galt als Quelle und Wurzel des Universums, die Zahl 10 als heilige Zahl.
Durch diese Lehre erklärten die Pythagoreer das Prinzip des Seienden nicht mehr wie bisher mit dem Stoff, sondern mit der Form. Erst die Form macht das Unbestimmte zu einem Bestimmten. Die Zahl ist Herrscherin der Form, da sie dem Seienden seine Form verleiht. Mathematische Strukturen bestimmen nach pythagoreischer Ansicht das Wesen alles Seienden. Der Gedanke an die sinngebende Kraft mathematischer Strukturen prägte die moderne Naturwissenschaft. Der deutsche Physiker und Begründer der Quantenmechanik Werner Heisenberg schreibt: Die pythagoreische Entdeckung gehört zu den stärksten Impulsen menschlicher Wissenschaft. Wenn in einer musikalischen Harmonie die mathematische Struktur als Wesenskern erkannt wird, so muss auch die sinnvolle Ordnung der uns umgebenden Natur ihren Grund in dem mathematischen Kern der Naturgesetze haben. Harmonien als einfache Zahlenverhältnisse sahen die Pythagoreer nicht nur in der Musik, sondern im gesamten Universum, beispielsweise zwischen Sternen, Planeten und Elementen. Die harmonische Bewegung der Himmelskörper erzeugt ihrer Ansicht nach ebenfalls Klänge, die sogenannte Sphärenharmonie. Der Legende nach soll Pythagoras als einziger Mensch imstande gewesen sein, diese kosmischen Klänge zu hören. Pythagoras verwendete als erster den Begriff Kosmos, das griechische Wort für Ordnung. Die Struktur des Kosmos lässt sich seiner Meinung nach in mathematischen Begriffen darstellen. Die Harmonie des Kosmos beruht darauf, dass alles nach Zahlenverhältnissen geordnet ist. Den Gedanken von Ordnung und Harmonie finden wir auch in der pythagoreischen Lehre vom großen Weltenjahr. Die Pythagoreer glaubten an die ewige Wiederkehr aller Dinge. Sie nahmen an, dass sich das Geschehen auf der Erde wiederholt, wenn sich die astronomischen Konstellationen unter Einbeziehung der Stellung von Sonne, Mond und allen Planeten wiederholen. Neben dem gewöhnlichen Erdenjahr gibt es ihrer Ansicht nach auch ein viele tausend Erdenjahre umfassendes großes Jahr. In einem solchen großen Jahr müssen sich die astronomischen Konstellationen und alle Geschehnisse des vorherigen großen Jahres wiederholen. Der Weltprozess verläuft nicht geradlinig, sondern in großen Zyklen. Ich werde einst mit meinem Stabe wieder vor euch stehen und euch lehren, soll Pythagoras gesagt haben. Die Idee einer natürlichen Ordnung hat bei den Pythagoreern auch einen religiös-politisch-ethischen Aspekt. Religion, Politik und Ethik beruhen ebenfalls auf Ordnung und Harmonie. Der Mensch soll in harmonischem Einklang mit der natürlichen Ordnung der Dinge leben und sich der universalen Ordnung unterwerfen. Ziel ist es, eine solche Harmonie sowohl im individuellen als auch im sozialen und politischen Bereich zu verwirklichen. Der Harmoniegedanke diente dabei als naturrechtliche Rechtfertigung für die Aristokratie. Eine aristokratische Ordnung galt als harmonisch, andere politische Verhältnisse, zum Beispiel die Demokratie, als Verfehlung der Harmonie. So versuchten die Pythagoreer, ihre politischen Ziele mit der Ordnung des Kosmos zu legitimieren. Die Ordnung des Kosmos wurde mit dem Gedanken eines göttlichen Willens bzw. einer göttlichen Weltregierung verbunden, der sich die Menschen unterwerfen mussten, wenn sie gut sein und handeln wollten. Der Wille Gottes, ebenso wie die Ordnung des Kosmos, wurden von hochrangigen Pythagoreern konkretisiert und sanktioniert. Verstöße gegen den Willen Gottes bzw. die natürliche Ordnung des Kosmos wurden mit Strafen belegt. Auch die religiös-politisch-ethische Dimension von natürlicher Ordnung und Harmonie stand unter dem Motto »Alles ist Zahl«. Bestimmte Tugenden wurden mit bestimmten Zahlen assoziiert. Es gab also eine Zahl der Gerechtigkeit, der Mäßigung und so weiter. In den Goldenen Versen, einem antiken Gedicht eines unbekannten Pythagoreers, finden wir konkrete Ratschläge für eine gute Lebensführung. Wir sollen die Götter, die Eltern und die Verwandten ehren, Freundschaften überlegt schließen und daraufhin bewahren, alle Worte und Taten achtsam wählen, das Schicksal gelassen ertragen, in jeder Hinsicht maßvoll sein, die Leidenschaften beherrschen, uns der eigenen Vergänglichkeit bewusst bleiben und jeden Abend eine Bilanz der Leistungen und Versäumnisse des Tages ziehen. Einige der pythagoreischen Ideen fanden Eingang in spätere philosophische Schulen wie die Stoa oder die Lehren von Platon und Aristoteles. Was hältst du persönlich von Pythagoras Weltbild und Ethik? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare.
Mit dem Quizlet-Lernset Die Vorsokratiker kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!